Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Lakers Germany. Heute soll es darum gehen, warum die Lakers nicht NBA Champion 2021 werden konnten. Ja, es gibt Gründe, die werden natürlich auch aktuell schon länger in der Presse, überall YouTube, Instagram, Twitter diskutiert. Ich will einfach nochmal hier die Sachen besprechen, die für mich so am meisten herausstechen. Hatte auch bei Instagram nach eurer Meinung dazu gefragt. Ich hatte noch nie so viele Antworten auf einen Fragesticker bei Instagram. Hab mir auch hier nebenbei Notizen, deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal rüber gucke. Genau, und ja, wir fangen einfach an. Die Sachen, die man natürlich schon überall hört und die natürlich auch von den Lakers selber dann als Narrativ verbreitet worden sind, nach dem Ausscheiden, egal ob man LeBron, Pelinka, Vogel, alle im Interview, Anthony Davis auch, haben natürlich gesagt, dass die Verletzungen das Hauptproblem waren. Und klar kann man sagen, die machen sich leicht, es auf die Verletzungen zu schieben. Aber definitiv waren die Verletzungen ein Riesenfaktor. Was wäre, wenn es nicht dazu gekommen wäre, dass Anthony Davis jetzt verletzt gewesen wäre, dass LeBron nicht bei 100% war? Immer schwierig zu sagen. Aber ich glaube, jeder kann sich gut vorstellen, dass die Lakers mal zumindest die erste Runde gewonnen hätten, wenn ein fitter AD dabei gewesen wäre und ein fitter LeBron dabei gewesen wäre, ohne die Suns da unterschätzen zu wollen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber natürlich, es war ja nicht nur erst in den Playoffs so, sondern die komplette Regular Season hatte man Verletzungspech. Entweder Anthony Davis war nicht dabei oder LeBron James. Auch immer mal wieder noch ein paar von den Rollenspielern, aber natürlich gerade die beiden, um die der Kader einfach herum aufgebaut ist, ohne Frage. Ein NBA-Team, es sind immer nur 5 Spieler auf dem Platz und wenn dann 2 Spieler, die absolut überragend sind, wahrscheinlich, wenn beide topfit sind, Top 10, vielleicht sogar Top 5 Spieler der Liga, Top 5 vielleicht schwierig für Anthony Davis, aber selbst er bei 100% auch ganz oben dabei. Natürlich ist das Team um die beiden aufgebaut und wenn die dann solche Verletzungssorgen haben, wäre es nur ungewöhnlich, wenn die Lakers dann immer noch trotzdem überragend wären. Deswegen hat man es einfach gemerkt, man hat keinen Rhythmus gekriegt, man konnte gerade aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt, nicht diese Teamchemie aufbauen, diesen Spirit im Team, den man letztes Jahr hatte, der letztes Jahr überragend war, gerade auch gerade JaVale McGee und Dwight Howard, da auch 2 Kandidaten, die da glaube ich auch echt nicht unwichtig für waren. Generell der Teamspirit letztes Jahr war echt geil, also wenn man gesehen hat, was da von der Bank einfach für eine Unterstützung kam, da hat man einfach schon eine super Regular Season gespielt gehabt, war Erster am Westen und das hatte man dieses Jahr einfach nicht, man hatte nicht diesen Teamspirit, dieses Zusammenhalten, ne, im Gegenteil, es war ja nicht so, dass irgendwie im Team gekracht hätte, aber es war einfach nicht diese Mentalität so zu spüren, dass das Team die ganze Zeit, alle haben dran geglaubt und sich gegenseitig gepusht. Es war eher so, okay, Ballverlust, komm, LeBron James, bleib mal kurz vorne und diskutiert lieber mit den Refs. Sowas sieht man einfach, ist einfach nicht gut fürs Team, sowas sieht man als Fan natürlich nicht gerne und diese ganze Teamchemie hat aus meiner Sicht definitiv gefehlt, war auch ein Faktor, wollte ich eigentlich auch gar nicht drauf zurückkommen, aber kam jetzt einfach schon dazu. Verletzung auf jeden Fall der erste Punkt, Anthony Davis hat man einfach gemerkt, vorne und hinten, ein super wichtiger Spieler, hat letztes Jahr richtig starke Playoffs gespielt und definitiv, ja, nicht umsonst immer Defensive Player of the Year Kandidat, hatte die ganze Saison schon Probleme. Er ist einfach extrem verletzungsanfällig. Das ist wirklich das einzige Manko bei ihm. Und wenn er spielt, überragend, kam auch gerade wieder in Form, auch in der ersten Runde, er schon wieder 2 gute Spiele gehabt. Und seine Verletzung hat uns auf jeden Fall sehr wehgetan. Und auch Erkenntnis bei LeBron, er ist eben mit seinen 36 Jahren im Alter, wo er definitiv noch nominieren kann, das hat er auch letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, kann mir keiner erzählen, dass LeBron es nicht mehr kann. Dafür ist der letzte Titel einfach vor zu kurzer Zeit gewesen. Aber er steckt eben Verletzungen und auch diese viel zu kurze Offseason nicht mal eben weg. Anthony Davis ist eigentlich in einem Alter, wo man das schon eher sagen könnte. Ich meine, wenn man sieht, wie Jokic das jetzt gemacht hat, der als einziger noch da ist aus den Conference Finals aus dem letzten Jahr und die komplette Regular Season durchgespielt hat und immer noch mit den Nuggets jetzt drin ist, hätte ich mir von Anthony Davis eigentlich auch erhofft, dass er es besser bekommt, aber er ist eben leider auch bekannt für seine Verletzungsprobleme. Und das war definitiv ein Problem, die Verletzung bei LeBron. Schwer zu sagen, wie viel da jetzt eben mangelnde Motivation war beim Zurückkommen und so. Das war natürlich zu Recht ein Riesenthema. Ich glaube nicht, dass LeBron vorne stehen bleibt, wenn er 100% fit ist. Ich glaube, dann läuft seine Defense. Dafür kriegt er es ja auch zu viel mit, was da drumherum dann gesagt wird und ja auch zu Recht kritisiert wird. Ich glaube, LeBron hat wirklich aktiv sich geschont auf dem Platz, das will man nicht sehen. Aber trotzdem wurde das wahrscheinlich so besprochen, auch mit Frank Vogel, mit dem Team, dass LeBron möglichst viel spielen soll.
Ich finde das nicht gut und ich hätte es lieber nicht gesehen. Lieber LeBron 5 Minuten weniger und dafür 100%, wenn er spielt. Aber man wird sich dafür gemeinsam dazu entschieden haben. Und es gab ja auch niemanden, der sich dann vom Team danach hingestellt hat und gesagt, wir sind sauer auf LeBron, weil wir nicht mehr zurückgelaufen sind. Trotzdem, wie gesagt, sieht man nicht gerne, gerade bei den Lakers, wo man den Kobe Bryant gesehen hat, der für die Franchise alles gegeben hat. Dann ist man von seinem Star mehr gewöhnt und erwartet sich natürlich auch mehr. Thema Verletzung wollte ich eigentlich gar nicht mehr so viel thematisieren hier, aber ist natürlich ein wichtiges Thema. Mit Sicherheit aber nicht der einzige Grund. Mit Sicherheit hätte man zumindest die erste Runde gewinnen können. Wer weiß, wie weit es sonst gekommen wäre. Aber ich glaube auch mit dem Rest wäre da was drin gewesen. Der Kader hat aber offensichtlich außerhalb von LeBron und AD Schwachstellen aufgezeigt. Man hatte das Gefühl nach dem letzten Jahr, man hat sich sogar noch verbessert. Und da hat sich einfach gezeigt, dass man auf jeden Fall Probleme im Kader hat. Man hat viel zu wenig konstantes Shooting, bei weitem zu wenig. Das haben die Playoffs auf jeden Fall aufgezeigt. Auch in der Regular Season schon kein gutes Shooting-Team gewesen. Aber in den Playoffs, die Leute, die fürs Shooting verantwortlich sind, haben es nicht hinbekommen, bei hohem Volumen, aber auch überhaupt bei irgendeinem Volumen, irgendwie konstant zu werfen. LeBron war gefühlt noch der beste Dreierschütze. Und das will man nicht sehen in einem Team, wenn man erfolgreich sein möchte. KCP konnte da nicht das zeigen, was man möchte. Ansonsten Wes Matthews auch schwierig. Ja, wen hat man noch? Kuzma auch, einer, auf den ich eigentlich noch nachher zurückkommen wollte, aber definitiv auch gezeigt, dass er offensiv nicht den nächsten Schritt machen konnte. Hat defensiv ist teilweise ordentlich gemacht, auch schon in der Regular Season. Hat jetzt auch selber gesagt, er hat aus seiner Sicht den nächsten Schritt gemacht zu einem Winning Basketball Player. Das sehen vielleicht nicht alle Lakers-Fans so. Ich weiß auch nicht, wie man mit Kuzma weitermachen wird. Wird aber nochmal ein Video drüber kommen. Wahrscheinlich in den nächsten Tagen nochmal, wer kommen soll, wer gehen soll. Da wird Kuzma definitiv ein Thema sein. Er konnte wirklich nicht überzeugen, leider. Ob er wirklich gehen soll, soll aber nochmal in dem Video dann thematisiert werden. Aber genau, Shooting auf jeden Fall ein Problem. Niemand, der da wirklich konstant liefern konnte und das macht natürlich das Spiel immer schwer in der heutigen NBA, wenn man eben nicht dieses Shooting von außen hat. Das haben die Bucks letzte Nacht auch gegen die Nets erlebt. Du machst dir das Leben selber schwer, wenn du den Dreier nicht triffst. Und ja, definitiv auf jeden Fall das ein Problem. Ansonsten auch die Big Man-Position, Montrezl Harrell, bin ich sehr Fan von. Auf jeden Fall, was er für eine Energie auf den Platz bringt, super. Aber er verdient zu viel Geld dafür, dass er mit seiner Größe häufig nicht spielbar ist. Er bringt natürlich gar kein Shooting, gar kein Spacing. Ähnlich wie ein Andre Drummond zum Beispiel auch, der das Feld immer eng macht. Denn Harrell bringt aber eben, wie gesagt, auch keine Größe mit. Dementsprechend auch zum Beispiel gegen den Ayton schwierig spielbar. Und dafür verdient er eigentlich zu viel Geld. Wie gesagt, wird auch nochmal ein Thema sein. Ich weiß, Harrell ist sehr beliebt, wird auch überall immer kommentiert. Warum spielt Harrell nicht mehr? Ich weiß nicht, ich bin da echt unsicher, wie man mit Harrell weitermachen soll. Wie gesagt, Big Man-Position ist meist definitiv als Schwachstelle natürlich auch durch Anthony Davis Fehlen aufgefallen. Normalerweise, wenn du in der Kornsteine einen AD auf 5 hast, hast du eine super Option, einen, der alles kann. Aber so war es halt jetzt eben, dass man viel dann Drummond hatte, der eben gar kein Spacing mitbringt, Harrell, der ja kein Space mitbringt. Drummond, der auch so immer mal wieder Probleme hatte, wie gesagt, beide auch defensiv offensichtlich Schwachstellen, dazu ein Gasol, der den Dreier getroffen hat, kann man ihm nicht vorwerfen, natürlich jetzt nicht beim hohen Volumen, aber echt da solide geshootet hat, aber auch natürlich offensichtliche Schwächen hat, natürlich nicht mehr dieser Defensive Player of the Year, der mal war, sondern mittlerweile einfach auch sehr langsam, genau wie Drummond, die dann auch immer wieder attackiert worden sind. Wenn man da einen fitten Anthony Davis hat, ist das natürlich optimal, aber so auch die Big-Man-Position nicht optimal und insgesamt eben gerade offensiv kaum Gefahr. Defensiv über die Regular Season hinweg sah es ja sogar noch gut aus. Offensiv ja, war es da schon schwierig und auch in den Playoffs jetzt auch die Defensive hat ja auch dann Schwachstellen gezeigt. Das war auch teilweise schwierig. Man hat es nicht hinbekommen als Team dann da Devin Booker auszuschalten. Zwischendurch sah es schon wieder gut aus und dann am Ende ja dann dieses überragende Game 6 leider von Devin Booker. Also neben den Verletzungen auf jeden Fall auch der Kader insgesamt, außer LeBron und Davis kam zu wenig. Schröder auch nicht wirklich konstant. Alle haben natürlich jetzt Game 5, meine ich mal, im Kopf, wo er ja auch sehr viel Hate bekommen hat.
Die Aussage von Magic Johnson zuletzt jetzt über Schröder, weiß ich nicht, ob ich die so passend fand. Aber ich meine, es ist natürlich, ja, zu Recht hat Schröder sich jetzt wirklich keine Freunde gemacht bei den Lakers-Fans. Deswegen auch von ihm einfach zu wenig am Ende des Tages, muss man sagen. Gerade nach der ganzen Diskussion, die ganze Saison jetzt schon mit seinem Gehalt, hat man sich natürlich auch mehr erwartet, hat man erwartet, dass er da den Schritt macht und dann auch wirklich übernimmt. Und er hat ja das Potenzial, dann auch immer wieder die Zone zu attackieren. Davon hat man leider zu wenig gesehen. Natürlich hat er auch Spiele, wo er ordentlich gescored hat, keine Frage. Aber er hat ja auch nicht gezeigt, dass er auch einer sein kann, der sogar mal vielleicht 30 auflegen kann an einem Tag, wo es bei den anderen nicht gut läuft, dass er mal richtig übernehmen kann. Das konnte er nie zeigen. Und wie gesagt, Kuzma leider nicht den nächsten Schritt gemacht. Und dann ist es am Ende eben insgesamt zu wenig. THT gefällt mir richtig gut, aber ist natürlich auch noch ziemlich jung. Kann man nicht erwarten, dass er dann da das Spiel übernimmt. Und dann hat man gegen die Suns gesehen, wird es eben eng. Team Spirit hatte ich schon angesprochen. Ebenfalls ein Punkt, der nie so richtig aufgekommen ist. Zur Offensive aus meiner Sicht, was auf jeden Fall auch noch ein Faktor war, wenn man einen Spieler wie LeBron nicht mehr hat, also nicht mehr bei 100% hat, einen Anthony Davis gar nicht hat, braucht man definitiv mehr offensives Coaching. Und Frank Vogel hat gezeigt, dass er defensiv ein überragender Coach ist, hat die Lakers seit seiner Übernahme zu einer richtig guten Defense entwickelt und allein das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen, aber er hat eben auch bewiesen jetzt offensiv ist er nicht überragend. Und um offene Looks zu kreieren, dann hätte man mehr Coaching gebraucht, mehr Spielzüge. Und das war nicht wirklich häufig zu sehen. Selbst aus einer Timeout oder so, selten was gesehen. Aber man hätte wirklich das gesamte Spiel über, wenn man sieht, was die Miami Heat oder so teilweise für eine Offense laufen. Gut, jetzt vielleicht diese Playoffs auch nicht das beste Beispiel, aber bei anderen Teams sieht man da schon deutlich mehr. Die Lakers haben selten geschafft, mal schöne Plays zu kreieren oder Plays zu laufen, um mal einen offenen Dreier zu kreieren. Oder vor allen Dingen auch mal, wenn der Dreier halt nicht funktioniert und der Dreier hat nicht funktioniert, dann muss man doch auch mal versuchen, offene Würfe in der Zone zu kreieren. Die Suns haben das immer wieder geschafft, super, super offene, einfache Würfe in der Zone sich zu kreieren. Das haben die Lakers überhaupt nicht hinbekommen. Wie gesagt, ich mag Frank Vogel, ich will ihn da auch gar nicht fertig machen und auf keinen Fall sollte man Frank Vogel abgeben, denn man hat die Probleme natürlich nicht mit einem fitten LeBron und AD, deswegen man kommt immer wieder auf die Verletzungen zurück bei den Gründen. Aber natürlich wäre es cool gewesen, wenn es Frank Vogel geschafft hätte, ohne die beiden dann Plays zu kreieren. Ja, es ist schwierig. Was ich jetzt am Ende auch nochmal sagen möchte, die Konkurrenz wurde auf jeden Fall auch unterschätzt. Man hat gefühlt, nachdem das mit den Lakers im Play-in durch war, gesagt, ja, jetzt der Weg in die Western Conference Finals, eigentlich schon die Finals, ist eigentlich schon, ist eigentlich, haben sie schon das Finals-Ticket gebucht. Und ja, das war einfach großer Schwachsinn. Das hat sich jetzt herausgestellt. Die Suns waren nicht umsonst Zweiter am Westen, haben den Booker, der ein unfassbar starkes Playoffs-Debüt gezeigt hat. Dazu Chris Paul, der ja zwischendurch natürlich mit seiner Verletzung schon Sorgen gemacht hat bei den Suns. Aber es am Ende gut gemacht hat. Monty Williams als Coach einen super Job gemacht. Generell die Suns, echt ein gutes Team. Nicht immer 100% sympathisch jetzt, aber das ist natürlich dann auch als Lakers-Fansicht, dann hat man da natürlich keine ganz objektive Sicht drauf. Glückwunsch an die Suns zum Weiterkommen. Die Lakers, wir haben jetzt drüber geredet, sind nicht nur die Verletzungen gewesen, auch wenn bei jedem Grund natürlich irgendwie man immer ein bisschen auf die Verletzungen zurückkommt, weil ohne die Verletzungen wäre es halt gar nicht so weit gekommen, dass man diese Probleme wahrscheinlich gehabt hätte. Aber genau, es gab offensichtliche Gründe. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere Gründe habt. Gerne ein Abo auf dem Kanal da lassen. In den nächsten Tagen und Wochen kommen jetzt noch Videos zu dem Roster vor allem. Was muss sich ändern? Wer soll kommen? Wer soll gehen? Eventuell werde ich auch nochmal ein Video einfach separat zu den Spielern machen. Gerade zum Beispiel Dennis Schröder ist natürlich super interessant, auch jetzt nach der Aussage von Magic Johnson. Gerne auch Vorschläge für Videos in die Kommentare oder bei Insta, lakers.de, mir per Direct Message senden. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich gucke mal kurz meine Notizen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, sieht aber gut aus. Alles gedacht. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Gründe. Vielleicht habe ich irgendwas total Offensichtliches vergessen. Kann auf jeden Fall sein. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ciao.